Unter dem Motto Prinzessin mit Abi, dein festliches Outfit für den großen Ball, haben sich unsere Models Christina, Anna und Sarah beim Modehaus Schneider in Fulda mit passenden Kleidern für unser großes Abiball-Kleid-Shooting eingekleidet. Die Einkaufsleiterin Melanie Koch kennt sich bestens mit den aktuellen Trends aus. Mein besonderer Tipp für die Abibälle, die jetzt bald anstehen, ab Mai und Juni bei uns in der Region, sind in dieser Saison viele helle Töne gefragt. Vor allem auch, wie man es in der Mitte sieht, fast in Ecru oder in Weiß, gepaart mit vielen Pastelltönen. Das ist so das Neue. Natürlich sind die Klassiker wie Rot und Rosa nach wie vor in Nude-Töne. Wir tragen auch wieder viel lange Kleider, heißt aber nicht, dass das Kurze deswegen out ist. Ich würde sagen, die Abiturientinnen haben ganz viel Spektrum, weil man alles tragen kann. Schlicht, kurz, lang. Die meisten Modelle sind aber aus Chiffon, das kann man schon mal so sagen. Und ich habe noch einen besonderen Tipp, sich in Profi-Hände zu geben, was die Beratung betrifft, weil wir oft feststellen, dass die Kleider oft ganz, ganz toll sind vom Grund her, aber die falsche Wäsche darunter getragen wird oder der Schuh einfach das ganze Kleid, das Outfit kaputt macht oder die dezente oder die große Statementkette nicht passt. Und wir machen die Beratung von Kopf bis Fuß und helfen da gerne. Bevor es für die Girls zum Fulderer Stadtschloss ging, wurden sie von den Stylistinnen des Saloons Hairkiller aus Neuhof für den festlichen Anlass gestylt und mit einem professionellen Make-up ausgestattet. Die finalen Bilder des Shootings könnt ihr in der aktuellen Ausgabe der Move 36 bewundern. Yeah, yeah.